Generalstaatsanwalt. Sie können nur der Herr Generalstaatsanwalt sein. Diese Würde habe ich gleich. Oh, ich habe mich getäuscht. Wenn ich es nicht genau wüsste, dass Sie es nicht sind, wüsste ich, dass Sie es sind. Also gib's mir auf. Sind Sie? Oh. Wenn das wirklich wahr ist, was ich da eben gefühlt habe, dann... Mein lieber Herr Bezirksvorsteher, bedienen Sie sich. Ja, oh, sehr gern. Das muntert einen wieder auf. Was gibt's Neues? Oh, bloß die üblichen Belanglosigkeiten und ein Rembrandt ist gestohlen worden. Ist das denn die Möglichkeit? Ein Rembrandt, mein, so ein Zufall. Ich habe gerade einen hier, aber der gehört Mr. Ferguson und Mr. Ferguson hat ihn bestimmt nicht gemobst. Was wird auf dem Bild dargestellt? Ein Mädchen mit einer Tulpe. Ich bin kein Mädchen mit einer Tulpe. Ja. Das Mädchen mit der Tulpe? Oh. Das ist ja hochinteressant. Wenn es Ihnen Spaß macht, ich zeig's Ihnen, gell? Oh, es würde mir sehr großen Spaß machen. Ja, ja, Ihnen kann geholfen werden. Ja, kommen Sie. Ah, ist ja schön hier. Der Zufall hat es so gewollt. Wenn Sie das Bild betrachten wollen, es steht hier rechts. Nanu. Was heißt Nanu? Eben war es noch da. Hä? Ich sehe da leider nur die Verpackung. Das gibt's doch gar nicht. Das ist gespenstisch. Für mich ist das sonnenklar. Er hat eins gekriegt, er hat mich gesehen und aus war's. Aber ganz und gar nicht. Wo denken Sie hin? Mr. Ferguson war in einer ganz natürlichen Eile. Er wollte nur ein paar Minuten Mr. bleiben. Ferguson? Ja, ja, Mr. Ferguson, er ist sagenhaft reich. Sie glauben doch nicht, dass ich glaube überhaupt nichts. Das ist mein Beruf. Ich möchte mit Ferguson ein Wort wechseln. Gern, wenn er noch da ist, aber... Aber ich kann mich doch darauf verlassen, dass Sie ihn mit Samtfingern anfassen. Denken Sie an die möglichen Komplikationen. Monsieur Boisselier, ich bin immer Ihr Mann. Ich freue mich, dass Sie ein Mann von Geschmack sind. Wie konnten Sie das auch nur einen Augenblick anzweifeln? Ich hatte Geschmack gewissermaßen geformt.